Drei Jahre Vorbereitungen der Gmunder Gebirgsschützen und der Dürmbacher Feuerwehr werden jetzt endlich sichtbar. Seit Tagen läuft der Aufbau des Festzeltes an der Finsterwalder Straße. Die Gebirgsschützen richten heuer den Patronatstag aus mit bis zu 4000 Teilnehmern aus dem ganzen Alpenraum. Die Feuerwehr in Dürmbach feiert ihren 125. Geburtstag. Grund für die beiden Institutionen, sich zusammenzutun für eine große Festwoche in Gmund. Ja, der Grundstein für das Fest ist eigentlich schon vor 5 Jahren gelegt worden, wo die Dürmbacher Feuerwehr 120 Jahre gefeiert hat. Da haben wir damals gesagt, feiert es 125 Jahre. Und was haben die Feuerwehr gesagt? Freilich. Ja, wir haben gesagt, freilich feiern wir. Und wir haben einfach gesagt, wir feiern in Dürmbach. Und dann sind die Gebirgsschützen auf uns zugekommen und gesagt, sie würden den Patronatstag kriegen. Ja, und dann hat die Feuerwehr Dürmbach entschieden, ja, dann könnte man es auch miteinander machen. Und ja, so ist eigentlich die Idee entstanden. Das Programm, das sich die Schützen und die Feuerwehr ausgedacht haben, kann sich wahrlich sehen lassen. Das Zelt wird am kommenden Freitag eröffnet. Am Samstag ist am Dorfplatz in Dürmbach ein feierlicher großer Zapfenstreich zu sehen und zu hören. Am Sonntag treffen sich bereits in den frühen Morgenstunden 4000 Gebirgsschützen zum Patronatstag in Gmund. Nach einer Feldmesse in Kaltenbrunn geht es dann ins Bierzelt nach Dürmbach, samt Prominenz von Seehofer über Aigner bis hin zu Kardinal Marx. Am Mittwoch, der Abend vor dem Vatertag, kommt Stefan Dettel und der Kellersteff nach Gmund. Das zweite Wochenende steht dann ganz im Zeichen der Feuerwehr, mit großem Kirchzug, Tanz und bester Blasmusik im Festzelt. Am letzten Tag der Festwoche, am Montag, dem 13. Mai, werden dann drei ganz besondere Musiker erwartet. Der Huber, der Meier und ich. Bayerische Musik und Kabarett vom Feinsten. Doch ungeachtet der vielen Veranstaltungen, vor allem das Miteinander in Gmund bei den jahrelangen Vorbereitungen, ist vielleicht der wahre Gewinn für alle. Ja, das Pfundige an der Geschichte ist, dass sie im Grunde die Vereine in Gmund da zusammentun. Nicht bloß die Feuerwehr und die Gebirgsschützen. Das ist auch das erste Mal, dass im Grunde aus den Ursprungsgemeinden Gmund und Dürmbach zwei Vereine miteinander was aufziehen. Finde ich ganz pfundig. Und dass wir auch die anderen dazu gewinnen haben können, dass uns Zugführer stellen und solche Sachen alle. Das ist also schon eine Pfundsgeschichte, das haben wir halt. Doch bis alles fertig ist für die Festwoche, müssen die vielen ehrenamtlichen Helfer der Gebirgsschützen und der Feuerwehr noch fleißig sein. Robert Stumbaum und Max Jaut sind sich sicher, dass die Festwoche für alle Gmunder lang in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur wegen der vielen Arbeit.